Wer erlaubt sich hier gerade auf mich zu schießen? Ach du. Du bist es. Um mich ja noch zu treffen, Alter. Och, nee. Das ist doch jetzt ein Witz. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Komm, Leute. Das war so, so beabsichtigt, natürlich. Ja. Ach, fuck. Ich hoffe, wir finden zurück. Ah, da ist ein kleiner Wichser. War das hier vielleicht lang? Ich glaub nicht, dass wir auf dem Berg hoch sind, oder? Wir sind einfach irgendwann im Grünen gewesen. Und dann kam ja das Dorf und dann sind wir ein kleines Stück weiter. Aber das sieht mir bekannt vor, dieses Stück da. Ich glaube, das war da oben. Ja. Ich weiß jetzt schon. Das kommt mir hier gerade sehr bekannt vor. Ja. Easy. Da sind wir. Ja, ich hätte schon gerne alle meine Sachen. Also, größtenteils. Hey, was haben wir hier? Ah. Nee, nur so ein Dreck, alles klar. Und was haben wir hier? Oh, ein bisschen Kohle, das ist ja schon mal gut. Aber ich glaube, wir können jetzt noch auf Kohle verzichten, oder? Fangen wir mal langsam an. Also klein natürlich, ja. Wir brauchen ja nicht übertreiben. Wir sind ja gerade eben nicht gestorben, so. Nee, nee. Ja. Und Servus, du schon wieder. Ja, wie geht's denn dir? Ah, ja, ich verstehe, ja. Das ist schon schwierig, ja. Ja, ist schon scheiße. Und wie geht's den Frauen und Kindern? Ehrlich, ist schon vorbei, hä? Ja, scheiße. Ah, oh, hast du einen Zwillingsbruder dabei, ja? Ah, ja. Cool. Ja. Ja, und genau, ja. Ah, ja, ich verstehe schon. Ja, das tut schon weh. Ja, Leute. Hey, aber das schafft's schon. Ich glaube an euch. Ja. Ja, da braucht's mir nicht hinterherlaufen. So, ich möchte nicht brennen oder so. Hey, ja. Ja, oh, Bruder. Dein Bruder ist gerade. Oh. Ja. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Mäh. Ich bin eine Biene. Ich bestäube dich. Neue Shovel. Das ist mein Rasen hier. Runter da. Ah, da im Dreck kannst du stehen, aber nicht. Was habe ich dir gesagt? Penner, ey. So ein Penner. Ich glaube, hier der Platz erreicht uns jetzt erstmal, oder? Aber hier dieses Gras, Gras möchte ich gerne weghaben. Vor allem, da können wir gut Samen bekommen.
so ein Samen, ja, für Weizen halt, ne? Für was denn sonst? Wo? Bitte wo? Na, da schon mal nicht. Alles klar. Dann bitte wo? Ich wollte dich gerade fragen, ob ich dir helfen kann. Aber anscheinend ja nicht. Gut. Ja, bauen wir unsere Hütte. Unsere Hütte. So eine kleine, also was ist klein? Ja, so eine ordentliche, gemütliche Hütte, würde ich sagen. Ich hoffe, wir haben hier Glück mit der Länge. Ja, mei, also wir können jetzt wieder zoom. Nee, am Arsch. Am Arsch. Machen wir eine Doppeltür rein oder was? Habe ich Bock drauf? Ach Gott. Ich weiß es nicht. Ja, lass mal es einfach so. Verpiss dich. Geh weg. Was machen wir da? Ist das Boden rein? Jawohl, das ist doch eine Idee. Aber dann sind wir halt erstmal für die nächste Nacht safe, ne? Also irgendwie finde ich dieses Birkenholz auch einer der beliebtesten Arten, aber irgendwie auch einer der unbeliebtesten Arten. Keine Ahnung. Ich erlebe es so selten, dass man sagt, yo, Alter, lass mal ein Haus bauen aus Birkenholz. So. Let's go. Weil, ja, ne? Ich glaube, man versteht schon. Ich kann jetzt eigentlich auch Slabs machen, aber... Ja, jetzt habe ich schon angefangen, ne? Tja, scheiße gelaufen. Setzlinge nehme ich hier gerne natürlich mit rein. Der Penner gönnt ja auch nicht. Ja, komm, das würde schon reichen, oder? Locker eigentlich für den Boden. Locker. Da fehlt eh nicht mehr viel. Kann man nicht immer noch so Auge essen? Oh ja. Ah, ja, schon klar. Ah, dann ist schon vorbei, ja gut. Alles klar. Dann. Wir mal hier unsere Balken. So, die Wände natürlich normal halt, ne?
Machen wir mal dahin, dann haben wir hier doch direkt einen Ofen rein. Ja, sieht doch schon sehr geräumig aus. So, dieses Holz, was bringt mir die Holz für eine Tür? Ach ja, diese hässliche Tür da. Nee, dann bleiben wir bei Standard. Und ich frage mich, warum es ausgerechnet drei Türen ausspuckt und nicht einfach zwei. So, was macht man mit der dritten Tür? Was macht man damit? So, gar nichts. Ja, einfach so platzieren oder was? Ja. So, da war die Wüste, ne? Sonne steht noch da, ja gut, dann geben wir mal ein bisschen Gas, würde ich sagen. Bevor sie untergeht. Ja. Also vielleicht so ein Stack oder so. Ich glaube, das würde dann erstmal schon reichen, oder? Also ich weiß eh jetzt schon, ich kann so ordentlich farmen, wie ich möchte und gezielt farmen. Irgendwie, aber meine Truhen werden am Ende wie immer unordentlich aussehen. Obwohl ich extra Truhen gemacht habe für bestimmte Sachen halt. Wird trotzdem alles am Ende durchgemischt sein. Hab mich jetzt schon verlaufen. Ah, da oben. Mal, wenn das Haus fertig ist, dann sehen wir eher, wo es lang geht. So, dann holen wir uns direkt mal die Kohle, die da hier irgendwo war. Wo war die Kohle? Nee, die war doch da drüben. Nicht hier, sondern da hoch und dann genau hier. Ja. Wir merken uns, da ist Lava und vielleicht können wir es irgendwann gebrauchen. Also bestimmt irgendwann mal, aber jetzt aktuell eigentlich nicht. Klar, wir können die Lava in den Ofen reinhauen, aber nein, können wir nicht. Wir haben hier keine Eisen. Ah, es ist dunkel. Schön vier Stück. So weit rein wollte ich jetzt eh nicht. In die Höhle. Ja, die ist hier eh zu Ende. Gut, dann, ja, lassen wir halt die eine da stehen. Aber dann können wir irgendwann die Höhle hier zuschütten. Einfach alles voll mit Erde pflastern. Pflastern, ja, Erde pflastern. Kohle, 8 Stück und Sand, machen wir. Halben Stack. Halb, ja. Dann gehen wir mal hier weiter hoch. Fuck. Kein Brot mehr. Schon den Apfel. So, was brauche ich nochmal um. Okay, ich glaube, da brauche ich 6 Stück. So, was haben wir jetzt da rein? Einfach nochmal Holz, oder? Ich mach mal jetzt erstmal so.
Ja, so ging das. Ja, nur so ein Einzelfenster, so. Ja, kann man machen. Muss man nicht. Alter. Das sieht auch wieder so schlimm aus. So. Willkommen bei McDonald's, Ihre Bestellung bitte. So, was machen wir hier? Ja. Alter, das sieht so schlimm aus, Alter. Machen wir hier ein großes Fenster rein, oder? Machen wir es erstmal hier so. Okay, nee, machen wir nicht. Doch, machen wir. Erstmal hier so. Da natürlich ein großes Fenster, genau in die Richtung, wo es eigentlich wirklich nicht wirklich bringt. Dann machen wir doch hier die vorderen auch noch so. Aber die hier an den Seiten, die lassen wir. Die lassen wir so einzeln. Also von der Höhe her. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ach. So, wir brauchen wieder Holzstämme, aber ja. Nein, da gehen wir schon mal. Nein, ach Gott. Oh ja, wir haben ja gerade Fackeln, also. Damit wir auch easy wieder zurückfinden. Ja. Die paar Meter, hey, da kann man sich schon gut verlaufen. Den nehmen wir noch mit und dann gehen wir wieder rüber. Ich glaube, großartig mehr brauche ich das erstmal auch nicht mehr. Klatschen, da ist erstmal ein Dach drauf und dann hat sich das doch, oder? Ja, komm, mehr brauchen wir nicht. So, hauen wir jetzt Fleisch rein. Essen und so. Das brauchen wir. Ach. Ja, schon klar. Ach Gott.
Arschlecken. Naja. Aber was ist denn jetzt los? Schon wieder runter, jetzt komm, hopp. Das muss doch jetzt reichen. Perfekt, wir haben ein Dach über Kopf, wir haben vier Wände, wir haben Fenster, wir haben Essen. Das ist doch mal ein voller Erfolg, oder? Ich glaube, damit können wir auch mal die erste Folge hier mal abschließen. Sorry, die ersten zwei Folgen. Na, ich lege jetzt mal eine Pause ein. Ne? Und dann, ja, danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns. Im nächsten Video oder im nächsten Stream oder wann auch immer. Und Leute, danke euch, ne? Haut's rein. Ciao, ciao.